Wenn wir die letzten 10 Jahre, also den Zeitraum von 2003 bis 2013, betrachten, stellen wir fest, dass die durchschnittliche jährliche Preissteigerung bei Holzhackgut 3,9% und bei Holzpellets 4,9% betragen hat. Im Vergleich dazu war bei Heizöl die durchschnittliche jährliche Preissteigerung 10,6%. Hinzu kommen sprunghafte Preisänderungen. Bei Erdgas war die Preissteigerung kontinuierlich, aber deutlich. Zuletzt kostete eine Kilowattstunde Erdgas ungefähr 8,5 Cent. Das sind 150% des Pelletspreises. Die Brennstoffkosten sind für Pellets, Hackgut oder Stückholz wesentlich geringer als für Öl. Je mehr Heizöl verbraucht wird, umso schneller rentiert sich der Umstieg. Ist der Ölbrenner alt oder defekt, ist sowieso ein Umstieg immer sinnvoll. Auch bei relativ neuen Ölheizungen oder geringem Jahresverbrauch rentiert sich ein Umstieg zumeist innerhalb von 10 Jahren. Das eine sind die Investitionskosten, das andere sind die Brennstoffkosten. Natürlich ist eine automatische Holzheizung teurer als eine Ölheizung, aber aufgrund der geringeren Brennstoffkosten wird sich die Investition bald amortisieren. Förderungen sind abhängig vom jeweiligen Bundesland. Es gibt auch Gemeinden, die für Holzheizungen Förderungen vergeben. Ebenso wird die gleichzeitige Sanierung von Heizung und Gebäude bei Förderungen berücksichtigt. Förderungen helfen, die Investitionskosten zu senken und sind ein Beitrag zum Klimaschutz. Wer billig kauft, kauft teuer. Das gilt auch für Heizungen. Wer sich für eine hochwertige Holzheizung entscheidet, ist gut beraten, sich an den kompetenten Installateur-Fachbetrieb zu wenden. Der zertifizierte Biowärmeinstallateur ist verantwortlich für die optimale Installation der Heizung. Er gewährleistet angenehme Raumwärme und natürlich optimale Energieeffizienz. Ein Pufferspeicher ist zwar mit zusätzlichen Kosten verbunden, aber in den meisten Fällen sinnvoll. Hier kann auch die thermische Solaranlage eingebunden werden. Ein paar Quadratmeter thermische Solaranlage am Dach helfen, die Energiekosten über viele Jahre niedrig zu halten. Übrigens, gedämmte Heizungsrohre rentieren sich schon nach einem Jahr. Sie müssen nicht alle Details wissen. Fragen Sie den Biowärmeinstallateur in Ihrer Nähe. Suchen Sie nach dem Biowärmeinstallateur in Ihrer Nähe. Alle zertifizierten Biowärmeinstallateure finden Sie auf www.biowärmepartner.at oder auf der GIS-Suche auf www.wärmeausholz.at. Bei einem Einfamilienhaus geht das oft schon in 2 bis 3 Tagen. Natürlich ist das abhängig von der jeweiligen Situation. Details wird Ihnen der Biowärmeinstallateur vor Ort erklären können.